Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lust auf Kufstein. Wir haben wieder einige tolle Beiträge für Sie zusammengestellt. Am 25. Oktober war die feierliche Eröffnung des dritten Bauteils der Fachhochschule Kufstein. Wir waren natürlich beim Festakt mit dabei. Nach nur eineinhalbjähriger Bauzeit konnte am 25. Oktober der dritte Bauteil der FH Kufstein feierlich eröffnet werden. Im Rahmen der Feierlichkeiten im Sport- und Veranstaltungssaal des neuen Bauteiles erfuhren die geladenen Gäste einiges über die Geschichte dieser Bildungseinrichtung, von der Idee bis zur Realisierung. Die ökumenische Segnung nahmen der Erzbischof Dr. Alois Krotgasser und Superintendent Olivier Dandine gemeinsam vor. Die Verantwortlichen zeigen sich durchaus zufrieden. Wir sind auf den Tag genau fertig geworden mit dem 31. August. Auch von der finanziellen Seite sind wir punktgenau gelandet. Auf das sind wir besonders stolz. Das ist das, was Sie die Gründungsväter eigentlich vorgestellt haben, dieser dritte Bauabschnitt. Und eigentlich, wenn ehrlich ist, auch bereits der vierte. Das heißt, wir haben sowas wie den Endausbauzustand schon beinahe erreicht, zumindest aus heutiger Sicht. Und es ist sicher ein Grund zu feiern für Kufstein. Es ist auch noch für sich ein Freudentag, für das ganze Land Tirol, nicht nur für die Stadt Kufstein. Und nicht nur für die Fachhochschule Kufstein. Und der Hauptdank gebührt in diesem Zusammenhang dem Herrn Landeshauptmann Günther Platter, der gegen interne Widerstände das Platzeck gegeben hat und die Finanzen seitens des Landes zur Verfügung gestellt hat. Landeshauptmann Günther Platter wurde im Rahmen der Feierlichkeiten das goldene Ehrenzeichen mit Brillant der FH Kufstein Tirol verliehen. Rektor Johannes Lütti und Geschäftsführer Thomas Madritsch geben Einblick in die Visionen und Werte aus dem Leitbild der FH Kufstein. Nach wie vor ist die Internationalität ein zentrales Thema. Mittlerweile werden 8 Bachelor- und 8 Masterstudiengänge angeboten. Insgesamt zählt die FH Kufstein Tirol nun an die 1800 Studierende. Tendenz dank neuem Raumangebot steigend. Gerade in diesem Studienjahr haben wir ein neues Thema mit 2 Masterstudiengängen besetzt, Digital Marketing, Web Communication and Information Systems. Also da braucht man natürlich auch die Infrastruktur dafür. Mit der symbolischen Schlüsselübergabe finden die Feierlichkeiten ihren Höhepunkt und gingen nahtlos in einen Tag der offenen Türe über. Neuigkeiten aus der Festungsstadt erfahren Sie im Lust auf Kufstein Newsticker. Werner Salzburger hat sich aus der Kufsteiner Stadtpolitik zurückgezogen. Salzburger war bisher sowohl als Kufsteiner Stadt- und Gemeinderat sowie in zahlreichen Ausschüssen politisch tätig. Auch war er Obmann des Stadtmarketingausschusses. Was ist der Grund des Rückzugs? Meine Tätigkeit im Quizkrank als Obmann nimmt so viel Zeit in Anspruch, dass ich keine Zeit mehr habe für die Gemeindepolitik. Und wenn man die genau machen will, muss man sich die Zeit dafür nehmen. Und da habe ich leider nicht mehr, daher dieser Entschluss. Seit 1998 war Salzburger im Gemeinderat. Das war zuerst einmal im Prinzip eine sehr spannende Aufgabe, die ich 15,5 Jahre machen durfte als Sport- und Personalreferent. Und jetzt gibt es sicher ambitionierte Leute, die nachfolgen werden. Im Gemeinderat weiß ich, dass die Hildegard Reitberger nachrückt. Da habe ich große Freude damit. Und der Stadtrat, wer die nachfolgt, das wird sich entscheiden. Seit 2005 verteilt die Tafel in Kufstein nicht verkaufte Lebensmittel an Bedürftige. Das Kufsteiner Rote Kreuz war damals Vorreiter. In Kufstein war die erste Tafel Österreichs. Ein Grund, das Rote Kreuz und das Projekt Tafel für den mit 2500 Euro dotierten Kiwanispreis zu ehren. Ja, es ist eine ganz wichtige Einrichtung, Kufstein deswegen, weil Kufstein hatte die erste Tafel in Österreich. Es gibt jetzt sehr viele Tafeln in Österreich, aber in Kufstein hat es alles begonnen. Und ich glaube, das ist einfach auszeichnungswürdig und vielleicht bringt es auch die mediale Präsenz, das wieder ein bisschen in die Gedanken der Kufsteiner, dass das auch gibt in Kufstein. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man das nicht vergisst. Und als erste Tafel in Österreich ist das absolut preiswürdig. Im Jahr 2010 wurde vom Roten Kreuz und Ö3 das Team Österreich gegründet. Und mittlerweile gibt es in Tirol 14 Tafeln und österreichweit über 70. In Schwoich musste das Kirchendach nach einem Hagelschlag im August repariert werden. Bei den Sanierungsarbeiten bekam auch der Wetterhahn seine lang verdiente Aufmerksamkeit. Vielen Dank an Hermann Nageler, der uns diese Bilder zukommen ließ. Solche Perspektiven bekommt man wirklich selten vor die Linse. Wir sehen uns wieder nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. United Colors of Benetton. Angesagte Mode für Babys, Kinder und Damen. In der Hans-Reich-Straße 14 in Kufstein. Wissen Sie eigentlich, was eine Computeria ist? Nein?
Im kommenden Beitrag erfahren Sie mehr. Computer sind aus unserem Alltagsleben kaum mehr wegzudenken. Doch Senioren haben oft noch Hemmungen, in die digitale Welt einzusteigen. Um diese Scheu zu überwinden, hat der Seniorenrat der Stadt Kufstein im alten Wohnheim Innpark die sogenannte Computeria ins Leben gerufen. Es sollte so sein, dass die Computeria, sprich die Einrichtung mit diesen PC-Geräten und ein Café, und aus diesem setzt sie den Namen zusammen, in einem beisammen ist, dass es also nicht nur Hirntraining, sondern auch hernach etwas Gemütliches gibt. Überwiegendes Publikum wären die Senioren, aber die Anleiter wären Senioren sowohl als auch Jugend. Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von PC, Laptop, Internet, Handy und Co. werden den Senioren hier in gemütlicher Atmosphäre durch erfahrene Trainer in Ruhe nähergebracht. Wir werden einfach einmal schauen, wo das Bedürfnis liegt. Also manche haben ja nicht sehr viel Erfahrung damit. Und dass man mal schaut, wie organisiert man das Ganze am Computer. Und dann, wie man schon gehört hat, kommen immer wieder spezielle Fragen, die wir hoffentlich beantworten können. Und ja, und ansonsten müssen wir uns selber schlau machen und ihnen dann weiterhelfen. In Sachen Computertrainer erhofft man sich auch Synergieeffekte zwischen der neuen Computeria und der bestehenden Kufsteiner Freiwilligenbörse. Da habe ich mir gedacht, man kann ja sehr gut da Senioren mit der Jugend zusammenbringen, weil die Jugend ja sehr fix am Computer und mit Handy umgehen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass die Jugend ein bisschen die Eltern, Leute mehr schätzen lernen, ein Verständnis für sie aufbringen. So könnte die Computeria in Zukunft auch zum Begegnungsort zwischen Jung und Alt werden. Wer jetzt gerne einmal selbst vorbeischauen möchte, geöffnet hat die Computeria jeweils dienstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags von 9 bis 11 Uhr. Der Fasching in Kufstein soll neu gestaltet werden. So verkündete es lautstark die neu gegründete Faschingsgilde Weg auf im Kufsteiner Rathaus im Rahmen einer Pressekonferenz. Wie es die Bilder des Film- und Videoclubs Kufstein zeigen, war Kufstein 1980 eine Faschingshochburg. Und genau da will man wieder hin. Kufsteins Fasching soll wieder bunt werden. Das hat sich die neu gegründete Faschingsgilde Weg auf die Fahnen geheftet. Nach dem Blitzumzug im letzten Jahr sind die Wogen des Faschings wieder hochgestiegen und das Echo aus der Bevölkerung und rundherum war dermaßen groß, dass wir beschlossen haben, wir gehen es jetzt extrem scharf an und wir gestalten den Fasching in Kufstein neu. Und zwar so, wie wir es lieben, einen Fasching, den es nirgendwo anders in dieser Form gibt, sondern speziell Kufsteiner Fasching Weg auf für die Kufsteiner. Sieht man auch an unserer Kleidung, so denke ich, an unserer Gewandung. Wir sind gewandet, wie sich's für einen Kufsteiner Wegkauf-Fasching gehört. Wichtig ist, dass man natürlich jetzt schon Stimmung macht für den Kufsteiner Fasching, der wahrscheinlich eine Größenordnung erreichen wird, wie er schon sehr lange nicht mehr erreicht hat in Kufstein. Wir haben ja eigentlich in goldene Zeiten anzuknüpfen, dazwischen hat es ein kleines Tief gegeben, aber ich glaube, diesmal machen so viele mit, dass es eigentlich wahrscheinlich der beste Fasching wird, den wir jemals hatten. Eine Faschingsgilde muss auch Orden verleihen und dieser Orden darf das Stadtwappen tragen. Also wenn der Fasching in Kufstein auf breiter Basis ist, dann kann man wirklich auch das Stadtwappen mal auf lustige Form verwenden. Und es ist ein sehr werthaltiger Orden geworden. Ich glaube, wer den verleiht bekommt, darf sich wirklich freuen. Das ist ein tolles Abzeichen und ist einfach ein Signal, die Stadt steht dahinter. Genau dieses Wochenende am 9. und nicht am 11. November ist in Kufstein der Fasching gestartet. Den Bericht zum Faschingsauftakt gibt es in 2 Wochen in Lust auf Kufstein. Das war schon wieder mit der aktuellen Ausgabe von Lust auf Kufstein. Ich hoffe, das eine oder andere war für Sie wieder mit dabei. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, in 14 Tagen zur gewohnten Zeit. In der Zwischenzeit können Sie uns online besuchen unter tirol.tv.at oder natürlich auch bei Facebook unter Lust auf Kufstein. Bis dahin, eine gute Zeit.